Hallihallo und schön, dass ihr hier seid bei Minecraft. Ja, wir haben letzte Folge uns mal hier wegen der Energie angeschaut. Das läuft hier noch fröhlich vor sich hin. Die Folge nehme ich gleich in Anschluss auf. Bin auch noch nichts umgebaut und noch nichts gemacht. Wir werden uns heute mal ein bisschen darum kümmern. Ja, das ist halt wieder jetzt gerade mal so ein bisschen ein Problem, was ich sehe. Wir schalten das mal aus. Gucken, hier unten ist noch Platz. Das ist wichtig. Dann werden wir jetzt mal. Ja, müssen wir machen. Bringt nichts. Wir brauchen einen Spawner. Da gibt es verschiedene. Wir wollten eigentlich, oder ich wollte ursprünglich diesen Spawner-Changer bauen. Da fehlen mir aber noch Spawner-Shards. Wir werden einfach einen Bauern-Spawner bauen. Was haben wir denn da? Das heißt, es fehlt das in der Mitte. Dazu fehlt ein Basic. Das haben wir dann. Zweimal Vibrant ist eh klar, das war der Energie-Tick-Dings-Bums. Aber mal nur vier. Enderperlen auch vier. Klatscht das hier rein. Dann schnell verschnellern. Na komm. Die Maus nicht reagiert. Beziehungsweise reagieren schon, aber wenn man halt nicht richtig da klickt. Dann hier zweimal. Ach Gott, und so oft. Da war jetzt auch nicht so schlimm. Das war jetzt. Wird hier oben schreiben. Emerald 1, zweimal. Dann den noch, das ist nicht schwer. So, Silikon. Zweimal das. Silikon zweimal. Dann ein Zombie-Kopf. Und ich glaube, Redstone. Einmal, ich glaube, mehr war es nicht, oder? Wir werden es gleich feststellen. War hier drin, so und so. Genau, das war's. Komm, gib Gummi, Junge. Wir müssen heute noch fertig werden und nicht morgen. Passt, haben wir auch. Wunderbar. Nee, da wollte ich nicht rein, da wollte ich rein. Und dann eigentlich, zack, und fertig, der Bauer Spawner. Ja, da sagte ich schon das Wort, was der macht, das spawnt Mobs. Dafür müssen wir aber noch ein Combine with a broken spawner and anvil. Stimmt, da war was. Wir haben so einen broken spawner. Der ist auf Blaze. Combine with a powered spawner in the anvil. Ne, Blaze wollen wir ja nicht. Wir wollen jetzt Witterskelette und dafür habe ich hier schon ein Ding. Dafür brauchen wir ein Soul. Da komm. Soul. Nee. Ich habe doch so ein Soulvive gehabt. Nicht jetzt dumm? Ah, da ist es, okay. Da ist. Mit das Skelett spawnen lassen. Das dann mit diesem Soulvive einfangen. Da, dann haben wir das Skelett drin. Und das dann in ein Anvil kombinieren, hat er gesagt. Das heißt so. Und so? Oder anders? Soul Binder, okay. Dann hier und hier. 6 XP. Und dann wird daraus ein Wither Skelet Spawner. Und den müssen wir dann wieder mit Spawner kombinieren. So ist es. Das ist ja immer so eine Sache. Gib mal Gummi, Junge. Echt jetzt? Das dauert aber schon lange. Einfach zu wenig Energie, das ist ein Problem. Ja. Oh, 21%. Na gut, lass mal. Wir müssen hier sowieso mal umbauen. Weil den Spawner möchte ich eben nämlich hier rein tun. Problematik ist eine Spawner-Reichweite. Weil hier unten soll er ja nicht spawnen. Und das ist die Frage. Spawnt er unten auch oder nur oben drüber? Also, soviel ich weiß, spawnt er ja nur oben drüber. Hoffe ich halt. Und das ist das Problem. Würde ich hier ihn reinsetzen.
Natürlich muss ich dann noch eine Energie hier hinbringen. Das ist ja das nächste Problem, was wir haben. Von hier natürlich. Das heißt, wir brauchen mal Energiepipes. Jede Menge. Wir haben nur noch die 600er, das sind die. Boom. Bin gerade ein bisschen. Ach so. Das Item hier. Ah, okay. Jetzt verstehe ich, wie man das in den anderen Slot legen kann. Mit R. Gut zu wissen. Wir brauchen dann noch solche. Da können wir dann auch noch die nehmen. 20 sollte vielleicht genügen. Immer noch 16, 8 mal. 8 mal Glowstone, glaube ich, war das dann. Und 8 mal Redstone. Wie gesagt, bei Redstone müssen wir ein bisschen aufpassen, da haben wir nicht mehr so viel. Und ich möchte nicht alles verkraften, weil sonst haben wir vielleicht das Problem, dass wir gar nichts verkraften können und das wollen wir ja auch nicht. So, 71%, immerhin schon etwas. Energie müssen wir jetzt mal gucken. Wir müssen auf alle Fälle hier unten muss die Energie hin. Am besten ist, wenn wir hinten in den Raum hinkommen. Das heißt, hier so. So. Der Raum geht bis hierhin, das heißt, hier könnte man auch. Ja, rein theoretisch könnte man es hier unten lang laufen lassen. So, dann hier rein. Und da unten dann angeschlossen einfach. Zack. Ist zwar auf einer Seite blöd, aber auf der anderen Seite auch egal. Mal gucken, das müssen wir dann eh vielleicht noch umschließen. So, und das gleiche müssen wir jetzt dann brauchen hier noch einen irgendwie Schalter, um das zu deaktivieren. Das werden wir hier unten machen. Um den Spawner eben deaktivieren zu können. Oh. Über den nicht wegwerfen, weil dann ist mein Inventar leer. Wir brauchen Conduit und zwar die hier. Perfekt. Das haben wir auch schon. So, der ist auch fertig, habe ich gehört. Broken Spawner Wither Skelett. Dann ein paar XP. Ich weiß gar nicht, wie wir brauchen. Wenn wir gleich feststellen. 16 Power Spawner Wither Skelette. Den können wir dann rein theoretisch schon hier reinsetzen. Ich hoffe, das ist. Und sagen, er darf nur arbeiten, wenn er ein Redstone-Signal kriegt. Hier will er schon spawnen. Push. Bull. Push and Bull. Was das bedeutet, weiß auch keiner. Kann man sich irgendwie den Spawn-Area anschauen? Nee. Ich dachte, es geht irgendwie, aber ich weiß echt nicht mehr wie. Dann kommt hier ein Redstone-Kabel mitgelegt. Sehr schön an Ende oben. Man kann mehrere Kabel zusammenlegen. So. Dann kommt hier wieder der Stein hin, der hier hin soll. Der zwar. Und ein Schalter. Torch. Haben wir keine Levers? Dann bauen wir uns mal ein paar. Einen brauche ich. Die anderen können wir reinwerfen. Und jetzt haben wir hier gut. So. Und dann muss das hier noch verbunden werden. Dazu haben wir ja diese Jeter Wrench, die ich gerade anscheinend nicht dabei haben. Habe. Jeder Mensch. Die hilft uns dabei nochmal, dass wir das richtig anschließen können. Und zwar müsste die Feuermassen nach oben ein Strong-Signal. In and out. So, jetzt geht's. Mit da oben. Also. Da, wenn wir einschalten, müsste der Arbeit anfangen. Okay, das sehen wir ja jetzt nicht, natürlich. Ja. Aber er arbeitet, weil er kriegt ein Redstone-Signal. Schalten wir den aus. Arbeitet er nicht mehr, weil er kriegt kein Redstone-Signal. Gut, das läuft schon mal. So, der Grinder, der hat eigentlich immer Strom, gell? Den schalten wir gar nicht aus. Gut. Wir können jetzt rein theoretisch mal mit das Skelett spawnen lassen. Mal gucken, wo die wirklich spawnen.
Ob die jetzt nur unten spawnen, nur oben spawnen, das weiß jetzt gerade momentan echt keiner. Den gucken wir mal. Ich hoffe nicht, dass er unten spawnt. Okay, sie spawnen hier oben und der müsste sie töten. Und natürlich müsste dann die Items runtergeholt werden. Und da ist jetzt die Frage, wie viel Köpfe kriegen wir aus? Das wird eine interessante Frage, gesagt. Weil ich brauche den eigentlich nur für die Widderköpfe. Ich weiß eben nicht, inwieweit der hier Köpfe macht. Was kostet das? Maximal 320 RF. Show Range. Ah, da machst du Show Range. Okay. Also der Spawnbereich ist eigentlich relativ groß. Das heißt, er könnte auch rein rechnerisch unten spawnen. Macht er aber wahrscheinlich eh nicht. Dachte doch, dass man es irgendwo sieht. Jetzt können wir nur hoffen, dass das funktioniert. Hier hinten spawnt auch keiner. Ne, passt. Aber wie gesagt, den will man sowieso mal umbauen. Weil hier sehen wir ja auch nicht den Spawnbereich. Nein. Ja, doch, hier hinten in der Ecke da sieht man ein bisschen die Linie. Wie gesagt, es ist nur die Frage, ob der auch Dings hat. Okay, also Pickup gemacht. Dachte mir gerade, warum hängt, wie es mit den Köpfen aussieht. Das ist mal wichtig festzustellen. Sonst müssen wir irgendwie mit einem Schwert, was Beheading hat, oder mit unserem der Enderschwert arbeiten. Ach Gott, oh Gott. Das ist nicht einfach. Aber da ist ein Kopf dabei, sehe ich gerade. Seht ihr? Hier ist er. Das heißt, es funktioniert. Wunderbar, wir haben schon zwei Köpfe. Also noch besser als wir gedacht. Gute Sache. Jetzt sollen wir hier mal sagen, das und das und das, sowie Schaufel und Schwert. Ob wir das noch hier in den Filter reinkriegen. Das müssen wir unter Filter bauen. Aber ich glaube, das geht sich noch locker aus. Genau. Damit das auch gleich wieder alles wegwirft. So, das ist hier schon mal aussortiert. Perfekt, wir haben schon zwei Köpfe. Für was wir die Köpfe brauchen, ist natürlich eh klar. Nicht das Star-Generator. Ja, könnte man ja auch bauen. Aber was? 60.000 RF ist aber wenig. Ich glaube, der nächste Star-Generator hier von Simples Generator wird da effizienter sein, aber das werden wir uns nochmal angucken. Auf jeden Fall haben wir das jetzt geschafft. Gut, ja, hier Energie müsste ja natürlich laufen. 900 RF, wo produzieren wir jetzt 900 RF? Jetzt bin ich überfordert. Wie kriegt der 900 RF plus? Stimmt die Anzeige hier nicht, was er da schreibt, oder was? Normal schon. Kriegt er natürlich keinen Input. Kriegt er wieder Input? Interessant. Ja, er schafft 900 RF plus. Ich frage mich halt nur wirklich, woher? Wir haben ja hier wirklich nichts angeschlossen außer ein Spawner. Tut der Spawner hier noch Plus machen oder wie soll ich das verstehen? Warte mal, wenn ich jetzt mal den Spawner hier weg tue, was haben wir dann Plus? Muss ich das jetzt echt verstehen? Wir haben ja hier drüben auch noch eine Kapazitor Bank. Komm du mal mit, mein Freundchen. Kann man ja irgendwie lernen, so genau. Will ich nicht im Inventar behalten, weil sonst wird sie geladen. Also nee, wird sie nicht, weil wir haben nichts. Aber jetzt die mal hier anschließen. Irgendwer Input. Okay, ich weiß woher. Hat sie erledigt, Leute? Ich weiß es, ich weiß es. Ich glaube, ihr wisst es auch. Ich bin einfach doof. Aber okay, das können wir so lassen. Dann haben wir schon zusätzlichen Strom und zwar kriegen wir das durch das. Seht ihr? Zack.
Deswegen. Gut. Frage ist, brauchen wir das? Ja, man, momentan ist das ja. Aber 32 Items. Puh, holy shit. Momentan ist es kostenlose Energie, also lassen wir es dabei. Und jetzt können wir dann vielleicht noch hier ihn noch anschließen, dann hat er hier auch ein bisschen mehr Energie drin. Genau, der ist natürlich. Gucken. Zwei. Nehmen wir nicht mehr. Aber wir haben Drop of Evil Crypt bekommen. Brauchen wir auch noch. Ihr wisst, für was das steht. Müssen wir uns auch noch drum kümmern. Ach Gott, oh Gott. Also es gibt relativ viele, worum wir uns noch kümmern müssen. Können ja mal kurz nochmal die Liste angucken. Zack. Bin. Wir haben Redstone und Netherstar und Spawner. Rein theoretisch haben wir jetzt Redstone und Spawner schon erledigt. Aber stimmt auch noch nicht so ganz. Bei Redstone können wir mal gucken gehen. Ist noch ein bisschen Mangelware hier. Erst 41 und jeden anderen Scheiß haben wir schon bekommen. Deswegen möchte ich das jetzt nicht so ganz sagen, dass wir das Problem behoben haben. Haben wir jetzt kein Soulbein mehr? Haben wir jetzt das Soulbein schon wieder? Oh, Servus. Was ist denn das? Nackig? Nackig? Wer ist nackig? So bleibt es hier. Das brauchen wir. Das werden wir wieder Enderman sehen. Da ist er zwar. Wo bist du denn jetzt hin? Enderman. Komm zu Papi. Da ist er. Muss ihn anschauen. Komm her. Brauche dich doch. Mein Junge, verlass mich nicht. Du setzt schon wieder rum. Da hinten. Bleib hier. Fress dich ja nicht. Möchte ich nur einfangen, Junge. Komm her. Genau. Schau mich an. Schau mich an. Gehörst mir. So, jetzt haben wir Enderman gefangen. Bup. Na komm. Stirb. Stehst du blöd im Weg rum? Du auch? Ich töte dich lieber gleich, weil sonst kann ich wieder entschlafen oder sonstige Sachen. Deswegen. Creeper. Bam. Oh. Dann Bumm gemacht. Na gut, dann würde ich sagen, das war's für die Folge, Leute. Bleibt dran, lasst ein Like oder Abo da und wir schauen in der nächsten Folge uns weiter an, wie wir an Netherstars kommen. Da müssen wir jetzt noch eine Fabrik bauen. Und das gucken wir uns dann an. Also, bleibt gespannt. Bis dann. Tschüss.